Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute habe ich mal wieder ein Interview mit euch. Und zwar habe ich die liebe Maria interviewt und wir haben so ganz normal wie unter Freundinnen über das Thema Selbstliebe gesprochen. Was das für uns bedeutet, gerade auch in unserem Mama-Alltag, wie so die Entwicklung bei Maria war, wie sich Selbstliebe auf ihr Leben auch ausgewirkt hat. Und wir haben ein bisschen geplaudert, das ist super lustig geworden und auch sehr inspirierend an einigen Stellen. Deswegen wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Und ich möchte euch darauf hinweisen, dass nächste Woche meine Selbstliebe-Challenge startet. Das mache ich wieder über meinen WhatsApp-Verteiler. Das heißt, wenn ihr jeden Tag eine Woche lang einen Impuls, eine Übung für eure Selbstliebe bekommen wollt, dann meldet euch sehr, sehr gerne noch bei meinen WhatsApp-Coaching-Impulsen an. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Das ist völlig kostenlos und das ist keine große WhatsApp-Gruppe, sondern ihr bekommt dann jeder von mir die Nachrichten separat. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt mit dem Interview und würde mich freuen, euch bei WhatsApp, bei meiner Selbstliebe-Challenge nächste Woche begrüßen zu dürfen. Bis dann. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video in meiner Selbstliebe-Woche. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Maria. Und wir wollen heute mal so über das Thema Selbstliebe sprechen, aus dem Blickwinkel von unseren Erfahrungen, wie das bei uns gelaufen sind. Wir waren und sind keine Experten auf dem Gebiet, aber wollen gerne mit euch teilen, wie wir auf den Weg gekommen sind und wie unser Weg so aussah. Und liebe Maria, stell dich doch gerne erstmal vor, wer du bist, was du machst. Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ist mein erstes richtiges Interview, so professionell. Also ich bin Maria, bin 33, habe 2 Kinder, bin alleinerziehend und seit 3 Jahren jetzt Single und natürlich auch auf YouTube aktiv. Früher Chick Mami, inzwischen einfach nur Maria und sei du selbst. Ja. Reicht dir das? Das ist wunderbar. Wunderbar. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Leuten über Selbstliebe gesprochen und jeder hat so seine eigene Definition. Wie definierst du für dich persönlich Selbstliebe? Ich glaube, wie gesagt, ist für mich noch ein totaler Prozess, was die Selbstliebe angeht. Für mich ist Selbstliebe auch emotionale Freiheit. Also, dass ich mich von außen gar nicht mehr beeinflussen lassen kann und einfach stabil bin, egal was jemand anderes sagt und nicht ins Zweifeln gerate und einfach auch ganzheitlich achtsam mit mir bin in allen Lebensbereichen. Ja, schön. Und wann hat das bei dir so angefangen? Also wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, vielleicht auch ganz bewusst, ich muss jetzt an mir arbeiten, ich muss mich selbst lernen anzunehmen, lieben zu lernen. Wann war das? Weißt du das ungefähr? Ja, das weiß ich ganz genau. Das war meine Trennung von meinem Ex-Mann. Mhm. Das war der erste Schritt zur Selbstliebe. Ich habe, sagen wir mal, 10 Jahre in einer relativ interessanten Partnerschaft verbracht, um das mal so nett auszudrücken. Sagen wir mal, habe auch eine... Ja, bin mit viel Kritik aufgewachsen, was auch vollkommen okay ist, weil meine Eltern natürlich aus ihrer Vergangenheit gehandelt haben. Ne? Hab relativ interessante Erfahrungen gemacht. Interessant ist heute mein Lieblingswort scheinbar, um das alles ein bisschen zu verpacken, dass es nicht ganz so ja. Schön ist. Ja. Nee, ich habe, sagen wir mal, meine erste Erfahrung mit einem Mann war damals ungeschickt gewählt. Ich war damals 18, hatte ich mein erstes Mal und das war, also das wünsche ich meinen Kindern, ich habe 2 Mädchen, auf gar keinen Fall, das wünsche ich gar keiner Frau. Also habe aber keine Selbstliebe gehabt. Meine Mutter hat es letztens ganz toll formuliert, die hat gesagt, wie konntest du Selbstliebe entwickeln von 2 Menschen, die sich selbst nicht lieben? Das war für mich auch so ein bisschen so, oh, wow, okay, danke, dass du das sagst, ne? Weil okay, mit mir stimmt alles, es darf alles sein und ich glaube auch, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, das ist das Thema von allen. Selbstliebe ist das ist der Schlüssel für alles, für jedes Problem. Ja. Wie war eigentlich die Frage? Ich bin abgeschweift. wann dein Selbstliebeweg für dich begonnen hat? Ja. Also du sagst, es war erst mit der Trennung. Und wie ging es dann so Schritt für Schritt weiter? Ja, dann war ich ja so in einem irren Film auf der Suche nach dem Glück. Also damals habe ich dann diese Serie gestartet, Finde dich selbst.
inzwischen sind wir ja, wie gesagt, bei Sei du selbst angelangt, weil ich muss mich ja gar nicht suchen. Ich bin ja schon da. Es ist alles in mir, das Glück ist in mir, das wissen wir alle, wir kennen alle diese lustigen Bilder. Glück habe ich selbst gemacht, es ist nur in mir drin. Kein Partner kann mich glücklich machen. Natürlich sind wir aber alle in irgendeinem Glaubensmuster drin. Wir sind konditioniert worden von unseren Eltern, von unserem Umfeld, dass wir einfach glauben, irgendwas von außen muss uns innen glücklich machen. Und alles, was uns außen beschäftigt, hat im Endeffekt was mit uns innen zu tun. Auch wenn ich jetzt anfange, die Wohnung wieder umzuräumen, weiß ich, da ist wieder irgendwas innen, was betrachtet werden darf. Ja. Und jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, oder? Nee, das war gut. Ich wollte jetzt da nochmal einsteigen. Weißt du, wie oft ich das höre, dass Mütter zu mir kommen, die sagen, ich kriege meinen Haushalt nicht in Ordnung. Meine Wohnung, die ist ständig unordentlich. Ich fühle mich unwohl hier drin. Und das ist einfach nur ein Symptom für was hier drin ist. Mhm, ja. Das hörst du so oft, genau. Das ist auch so typisch. Das habe ich letztens gelesen. Wenn eine Frau in einer Beziehung ist und anfängt umzuräumen, dann ist er eigentlich mit der Beziehung unzufrieden. Mhm. Und dass eine Frau auch, ist ja auch so generell ein Thema, was auch schwierig ist, ne? Eine Frau in einer Beziehung, dann kommen Kinder, Thema Sex. Wenn eine Frau aufhört, mit ihrem Mann zu schlafen, ist das meistens schon das erste Zeichen. Eine Frau trennt sich sofort in dem Bereich, ne? Weil Sex ist für die natürlich nicht nur drüber rutschen wie für einen Mann, sondern das hat ja was Emotionales zu tun. Bei einem Mann wird ja beim Sex nur ein Gehirnbereich beansprucht, bei Frauen fünf. Heißt ja jetzt nicht, dass der Mann dumm ist, aber für einen Mann, ein Mann trennt es. Wenn eine Frau sagt, nee, ich will nur so mit dir Sex haben, nee, eine Frau hat Hintergedanken. Mhm. Eine Frau hat, und wenn es unterbewusst ist, will die eigentlich mehr. Ja. Und deswegen ist das auch so das erste Anzeichen, wenn eine Frau mit ihrem Mann nicht mehr schläft, ist er eigentlich schon emotional raus. Genau, genau. Und das hörst du auch so oft, ne, dass nach einer Geburt oder so, dass dann manche Paare 1 Jahr, 2 Jahre keinen Sex haben. Ich kenne auch Paare, die haben 4 Jahre keinen Sex oder die haben das letzte Mal Sex gehabt und haben das Kind bekommen. Mhm. Genau. Und das ist so schwierig. Das gucken sich die Leute so selten an. Die hinterfragen das dann nicht. Das ist jetzt halt einfach so, ist blöd, aber ist so. Und niemand guckt so genau dahinter, woran könnte das liegen. Was ist da eigentlich der eigentliche Grund dafür? Und das ist ja sowas, was ich immer wieder mit diesem Kanal so versuche, so ein bisschen anzuschieben. Also guckt, was dahinter liegt. Was sind die wahren Gründe dafür? Nehmt nicht alles als gegeben hin. Leidet doch nicht unnötig, wenn ihr vielleicht, wenn ihr zum Beispiel mit dem Thema Selbstliebe anfangt, was für euch tun könntet und aus diesem Teufelskreis auch wieder rauskommt. Es ist ja nicht so, das muss ja nicht so bleiben. Selbstliebe ist sauschwer, finde ich. Ja. Das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Also ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, hey, ich liebe mich selbst. Also es gibt Tage, da denke ich mir so, ja, siehst scheiße aus, kannst nichts. Ich habe letztens ein Buch gelesen, wie hieß das? Don Miguel, die vier Versprechen. Mhm. Da geht es ja darum auch, dass man, also eins der Versprechen ist, dass man mit sich gut redet. Boah, wie schwer das ist. Ja, ja. Wenn ich mir schon überlege, ich bin am Geschirrspüler ausräumen und ich stoße mir das Bein oder mir fällt das Glas runter, was sage ich? Oh, super, Maria, toll. Mhm. Ne? Hallo, das geht das ist die ganze Zeit und das ist so schwer, wenn du da mal so richtig drauf achtest, wie du ständig mit dir redest. Hallo, ja, wie soll ich denn dann auch mich gut fühlen? Ne? Ja. Das ist. Ich war jetzt letztens auf einem Seminar von Christian Bischoff. Muss man da Werbung einblenden? Werbung? Dauerwerbesendung? Dauerwerbesendung, genau. Ja, auf jeden Fall, da ist so eine Achtsamkeitsübung. Das mache ich jetzt jeden Tag. Ist total bescheuert von außen. Meine Kinder machen, also Vivian macht nicht mit. Die findet das noch Humbug. Die ist jetzt wahrscheinlich einfach auch schon, die ist jetzt 7. Es ist ja so, von 0 bis 6 hat man ja einen ganz starken Einfluss auf seine Kinder. Ja. Deswegen fangt auch früh an, auch wenn es bescheuert ist, auch mit der Dankbarkeitsübung. Jeden Abend, wofür bin ich heute dankbar? Dankbarkeit ist der totale Schlüssel, das ist, glaube ich, auch der Anfang, finde ich, für die Selbstliebe so als Tipp. Einfach sich immer wieder bewusst zu machen, auch wenn du mal richtig kacke bist, das mache ich jetzt manchmal beim Autofahren. Weißt du, wenn ich so gerade so merke, ich hatte einfach so vor 2 Wochen diesen Moment, als wir da nach Hause gefahren sind, wir waren eine Woche im Urlaub, sind sehr viele, ich sag mal, das war auch so wieder so eine geile Idee von mir, ne? Auch wieder super achtsam, 2300 Kilometer insgesamt gefahren in 7 Tagen. Man kann es auch übertreiben, ne? War natürlich logischerweise kein entspannender Urlaub, aber ich wollte halt unbedingt, ne, alles sehen, ne? Hätte aber, bin übrigens da in der Nähe von dir vorbeigefahren. Mit deinem Schild. Da habe ich gedacht, da war doch was. Ja, aber das ist auch unachtsam. Ne? Mhm. Es ist auch unachtsam, sich abends auf der Couch zu lummeln, sich voll zu fressen und Fernsehen zu gucken. Das ist auch keine Selbstliebe. Auch wenn das jetzt, das ist auch wieder ganz schwieriges Thema. Body Love, alles schön und gut, aber es ist keine Selbstliebe,
wenn ich sage, okay, ich bin jetzt halt fett, dann nehme ich das jetzt so hin und ich fresse mich jetzt, voll, ist mir scheißegal, ich liebe alle meine Kurven. Es muss schon so sein, Body Love und ich liebe meine Kurven. Wir müssen den jetzigen Zustand so akzeptieren, wie er jetzt ist, weil jetzt bin ich so, wie ich bin, aber es ist auch voll Selbstliebe, gut mit sich zu sein. Also sich zu bewegen, sich gesund zu ernähren. Genau. Und das heißt jetzt nicht, wir sollen jetzt das nächste Fitnessmodel sein. Es gibt ja auch einfach eine Körperstruktur. Ich werde nie ein Fitnessmodel. Mhm. Ich werde immer meine Love-Handles haben, die ich nun mal habe. Und ich habe auch, super geil, seit der Trennung insgesamt 15 Kilo zugenommen. Also das ist natürlich, sagt was aus. Auch im letzten Jahr nochmal schön zugenommen. Durch die ganze Geschichte in, darf ich das sagen, in Kassel? Darfst du sagen? Ja, das meine Seele, das hat jemand letztens ganz toll formuliert, meine Seele hat den Panzer halt alles gebraucht. Ja. Und jetzt bin ich tatsächlich, endlich habe ich jetzt Klick gemacht, okay, es darf natürlich sein, gestern Abend habe ich mir auch einen Pudding reingezogen mit Kirschen. Ne? Darf auch mal sein. Genau, genau. Muss alles in Balance sein. Genau, also ich habe auch so das Gefühl, viele benutzen Selbstliebe gerne mal als Ausrede. Aber Selbstliebe hat auch was genau mit Gesundheit zu tun. Also wenn du dich selbst liebst, dann willst du deinem Körper doch Gesundes zuführen. Du willst diesen Körper ja so lange wie möglich auch gesund halten und jung und frisch halten. Und auf der anderen Seite, genau, ist es völlig in Ordnung, mal Pudding zu essen, aber man darf sich halt danach halt auch nicht wieder dafür fertig machen, dass man den Pudding gegessen hat. Genau, genau. Das Selbstkasteiung, ne? Super, hast du wieder gesagt. Das ist ja auch das Problem. Du machst eine Diät und fängst natürlich, das ist sowas, was ich immer gerne mache, das muss dann auch alles super straight sein und super extrem. Mhm. Jeden Tag Sport, super gesund ernähren, klar, hält es nicht lange an. Genau. Und dann, wenn du dann einmal irgendwie über die Stränge schlägst, tust du dich wieder selber fertig machen. Ja. Der beste Satz habe ich jetzt letztens gelernt. Gerade in solchen Situationen soll man sich fragen, was würde ein Mensch tun, der sich selbst liebt? Mhm. Das ist richtig krass. Mhm. Und dann überlegst du dir zweimal, was du machst. Ja. Und wie du mit dir redest. Genau, das ist nämlich auch so ein ganz, das ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist halt auch voll schwer. Ne? Also wenn wir jetzt mal so sagen, ich bin jetzt alleinerziehend, ne? Bist du ja auch, mit zwei Kindern, haben wir ja, wir sitzen im selben Boot, find da mal Zeit noch für dich, wir sind alle beide selbstständig, habe ich mir jetzt letztens auch gedacht, gut Maria, es war immer mein Traum, aber hey, wow, voll der Balanceakt und vor allen Dingen, es lastet ja sowieso schon so viel auf meinen Schultern, jetzt natürlich auch noch die finanzielle Situation. Mhm. Ich weiß aber, dass ich in meiner Persönlichkeit nur glücklich werden kann, wenn ich mich selbst kann. Ich werde nicht glücklich an der Rewe-Kasse. Genau, das war bei mir auch das so. Wahrscheinlich für mich der einfachere Weg wäre. Mhm. Ist aber nicht mein, also ist nicht mein Weg, ne? Genau. Da war ich richtig emotional. Ist aber wirklich so. Und erstmal ist es hart, so zu sagen, okay, ich mache das jetzt und das dann auch immer so nach außen. Du musst dich ja immer verteidigen. Du musst dich ja ständig verteidigen, warum du diese Selbstständigkeit und diese Unsicherheit und manche sehen dich ja dann auch als faul an. Ne? Aber ja, du bist doch selbstständig. Genau. Du kannst du hast Zeit. Aber ich habe gemerkt, dass es genau der richtige Weg war, wie viel freier und mehr Energie ich auch habe, einfach weil ich meinen authentischen Weg lebe. Und das könnte ich nie, wenn ich irgendwie von 8 bis 16 Uhr in so einem Job hocke, der mich unglücklich macht, der mich einengt, der mir vielleicht die finanzielle Sicherheit gibt, aber der mich einfach schlecht fühlen lässt. Die Illusion einer finanziellen Sicherheit. Ja. Ja. Weil das ist auch nicht sicher. Eine Anstellung ist nicht sicher. Du kannst von heute auf morgen gekündigt werden. Habe ich im Januar erfahren. Also bin ich ja auch selber durch. Ja, stimmt, genau. Ja? Und dann stehst du erstmal da. Scheiße, was machst du denn jetzt? Ja. Ziehst in eine fremde Stadt, kennst da niemanden, nur wegen einem Job und war ja nur ein halbes Jahr später oder so, zack, stehst du auf der Straße mit zwei Kindern. Gut, im überspitzen Sinne stand ich nicht auf der Straße, aber auch das war alles für was gut. Bei mir ist ja so ein ganz großes Thema, die Zahl 15 hat bei mir eine ganz große Bedeutung. Ich habe mich am 15.06. von meinem Ex-Mann getrennt, am 15.07. bin ich ausgezogen. Habe auch an einem 15. jemanden sehr besonderen kennengelernt, der einen sehr, sehr starken Einfluss auf mich hatte. Ich glaube, wenn ich den nicht kennengelernt hätte, hätte ich den Absprung, glaube ich, aus meiner Ehe wirklich nicht geschafft. Das war ein Mann, natürlich. Natürlich. Bin ich über alles dankbar, dass er in mein Leben getreten ist. Der hat, sagen wir mal, ich habe immer eingeredet bekommen, du kannst es nicht.
Alleine schaffst du das nicht. Du brauchst mich. Du kannst doch nicht da und dahin alleine fahren. Du wirst doch umgebracht. Ne? Also so richtig überspitzt. Ne? Und ich hatte damals den großen Traum, das Phantom der Oper zu sehen. Und ja. Jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen, war damals von meinem Ex-Mann auch so ein bisschen die Hoffnung, ey, wir retten die Ehe jetzt, wenn ich ihr endlich diesen Wunsch, den ich seit 12 Jahren habe, erfülle, kaufe mir die Liebe zurück. Es hat natürlich nicht funktioniert. In der Phase, als die Tickets schon gebucht waren, haben wir uns dann getrennt, oder beziehungsweise habe ich mich von ihm getrennt. Und dann lagen diese Tickets da. Und dieser Mann, den ich kennengelernt habe, am 15. Mai 2015, 15, übrigens bin ich um 16.15 Uhr geboren. Ah, okay. Also 15 ist voll die Zahl. Ich habe sogar ein Kissen. Ist es nicht hier? Warte, Moment, das müssen wir kurz noch zeigen. Das ist ganz wichtig. Hier. Da ist es. Das ist das Auszugsdatum. Das ist jetzt gespiegelt. 15.07.15, ne? Da sind wir ausgezogen. Das ist ganz wichtig. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Der Mann? Der hat dann mit mir telefoniert und ich habe gesagt, hier, nee, wir haben uns getrennt, es ist vorbei, ich suche mir jetzt eine neue Wohnung. Das war ein Tag, bevor die Oper war. Und ich habe gesagt, ja, morgen ist Phantom der Oper, die Tickets liegen hier. So ein Scheiß, ne? Ich habe niemanden, der mit mir hinfährt. Und der hat zu mir gesagt, Maria, willst du mich verarschen? Du packst jetzt deine Tasche, setzt dich in das Auto und fährst nach Hamburg. Ja, aber das ist so weit weg. Das sind 7,5 Stunden Fahrt. Habe ich bis dahin noch nie gemacht. Ich habe jeden vorgeschickt. Ich bin wirklich erst richtig selbstständig geworden, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Dann habe ich erst mal gemerkt, hey, ich werde bedingungslos geliebt. Hey, ich kann was. Überhaupt, wir Frauen, hallo, macht uns das mal doch klar. Wir können Leben erschaffen. Wir sind Leben. Wir sind total wertvoll. Wir sind Göttinnen, wenn man sich das mal überlegt. Ja, ist wirklich so, oder klar? Und das vergessen wir total. Hallo? Wir haben ein Leben in uns geboren. Das ist in uns gewachsen. So, wieder Faden verloren. Wo war ich? Bei dem Phantom der Oper. Du bist losgefahren. Phantom der Oper, ja. Und dann hat er gesagt, ich kann nicht alleine 7,5 Stunden ins Auto. Und hey Gott, wenn da was passiert. Der hat gesagt, was soll denn da passieren? Ja, ich muss dann aber da vom Hotel zu der Oper und muss dann da mit dem Zug fahren. Also total unsicher war ich, ne? Ja, da werde ich wahrscheinlich entführt und zerstückelt. Ja, so ein Schwachsinn. Du setzt dich da jetzt hin, fährst in das Hotel, guckst, welche Bahnverbindungen, setzt dich in den Zug und fährst in das Phantom der Oper. Maria, das ist dein Traum seit 12 Jahren. Jetzt verdammt nochmal, mach das. Gott sei Dank habe ich diesen Menschen getroffen und ich habe es gemacht. Ich bin nicht zerstückelt worden, wie man sehen kann. Es war unfassbar. Und mir ist auch in der Oper noch, also es war überhaupt unfassbar. Ich glaube, jeder kann es nachvollziehen, wenn man einen Traum seit 12 Jahren hat und dann wirklich da sitzt. Ich kriege gerade Gänsehaut, weil ich mich daran erinnere, weil das einfach ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben war. Das war so total krass. Noch nie erzählt öffentlich, ne? Ja, jetzt sprudelt es aus mir raus. Nee, das war so krass. Und auch im Phantom der Oper selber, diese Geschichte, die lieben ja beide, wie heißt sie? Weiß ich gar nicht mehr. Siehst du mal, großer Fan, ne? Weiß nicht mal, wie die heißt. Auf jeden Fall lieben beide diese Frau. Ja. Aber beide aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe gedacht, alter Schwede, da steht mein Ex-Mann auf der Bühne und dieser tolle neue Mann, den ich kennengelernt habe. Das war wirklich so, der eine liebt sie aus freien Stücken, bedingungslos, der andere will sie haben, will sie festhalten und besitzen. Und da wurde mir nochmal klar, alles klar, du bist auf dem richtigen Weg, du darfst dich trennen. Und nachdem ich in Hamburg war, habe ich gedacht, what the fuck, ich kann alles. Hallo, ich bin gerade 7,5 Stunden alleine Auto gefahren, was ich noch nie gemacht habe. Ich war alleine in Hamburg, ich bin da rumgelaufen, ich war alleine in der Oper. Geil, ich kann alles. Und seitdem ging das auch wirklich los. Aber ich war damals wirklich auch noch in diesem Film so richtig getrieben zu sein. Dann bin ich im Oktober auf dem ersten Seminar gewesen. Das war damals ein Seminar für Frauen. Mhm. Leider gar nicht mehr. War so eine kleine Gruppe, war sehr, sehr schön gemacht. Da bin ich überhaupt erstmal in Berührung mit Persönlichkeitsentwicklung gekommen. War Wahnsinn. Das hat bei mir richtig viel ins Rollen gebracht. Wir mussten uns damals auch committen und sagen, wir müssen einen Traum erfüllen, der für uns unerreichbar steht. Also das, wo ich immer sage, ja, okay, kann ich aber niemals erfüllen, ist bei mir der Film City Slickers, kennst du den? Mhm. 90er-Jahre-Film, Billy Crystal. Die sind in der Midlife-Crisis und der kriegt zum Geburtstag geschenkt, ich glaube, die sind 40, Kühe treiben in Texas oder sowas, oder Colorado, keine Ahnung. Und das gibt es tatsächlich wirklich und ich finde diesen Film geil. Gibt es zwei Teile von.
davon, dieses Feeling. Und ich habe immer gesagt, irgendwann mache ich das auch mal. Mhm. Ne? Aber ich kann ja nicht reiten. Ne? So. Ah, okay. Und dann hat eine mir gesagt, das war damals die Patricia in dem Seminar, die hat gesagt, ja, ist doch egal, sie ist jetzt 35 und sie hat jetzt gerade angefangen, reiten zu lernen. Genau, kann man ja okay. Eigentlich jederzeit machen. Aber damals war ich 30. Ich sagte, okay, gut, dann habe ich jetzt keine Ausrede mehr. Habe mich damals committed und 2 Tage später hat mir Patricia geschrieben, hast du jetzt schon angerufen? Und wir hatten damals sogar, im Ort war sogar ein Reiterhof. Die hat gesagt, du rufst da jetzt an. Ja, ist okay. Also habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, ich würde gerne mal reiten üben, ich kann es nicht, saß noch nie auf dem Pferd, ne, so. Ja, kein Problem, können Sie machen. Bin da zur Schnupperstunde hin. Ich sag's dir, Reiten ist viel schwerer, als es aussieht. Mhm, und ich hatte total das Talent. Die hat gesagt, sag mal, du saßt schon öfter auf dem Pferd. Ich so, nee, ist das erste Mal. Hatte dann halt 2 Reitstunden. Ist halt leider scheiß teuer. Alleinerziehend. Ich brauchte das nicht erzählen. Ich musste dann einfach sagen, okay. Bin aber jetzt auch an dem Punkt, wo ich einfach viel gelassener bin. Wo ich mir denke, das kommt, wenn es soweit ist. Ne? Genau. So fing einfach dieser Weg an und ich muss auch sagen, das ist für mich auch dieser Schlüssel gewesen, die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen, dann war ich im Dezember das allererste Mal bei Tobias Beck, dann in demselben Jahr, am 4. Dezember. Wahnsinn, war eine mega geile Erfahrung, war damals mit 300 Leuten, inzwischen sind es ja 1000, ne? Es ist ja inzwischen sehr, sehr groß gewachsen. Krass, dann diese Menschen da kennenzulernen, das ist auch wieder der Megaschlüssel überhaupt, dein Umfeld. Ja. Wir wiederholen uns gerne, ne? Das wissen wir eigentlich alles, die Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die beeinflussen dich natürlich, logischerweise. Und wenn du Freunde hast, die ganze Zeit nur rumjammern, jammerst du mit. Mhm. Das ist ja klar. Genau. Aber es ist auch gerade für mich jetzt ein Riesenthema, du kannst natürlich auch nicht jedem sagen, ja, okay, du jammerst mir zu viel, auf Wiedersehen. Ja. Das geht halt auch nicht. Ne? Ja. Aber man darf auf seinen Bauch hören. Und wenn dein Bauch sagt, ich fühle mich da gerade nicht wohl, oder du hast gerade mit jemandem Zeit verbracht und fühlst dich danach so fertig, dass du erstmal 3 Stunden meditieren musst, ja, dann darfst du den Menschen aussteigen lassen. Und manche Menschen steigen auch ganz gerne freiwillig aus. Ja. Habe ich jetzt erst vor kurzem erlebt. Eigentlich eine jahrelang beste Freundin ist jetzt einfach freiwillig aus meinem Lebensbus ausgestiegen. War interessant. Und ich merke auch, dass ich da, okay, darf sein, ist in Ordnung, du darfst aussteigen. Genau. Dass man da gar nicht mehr so, es ist alles ein Prozess. Also, ja, natürlich. Das ist auch nicht immer leicht. Ja. Ich habe so das Gefühl, ich rede. Das ist doch schön. Aber du hattest vorhin so was Schönes angesprochen. Du bist aus deiner Komfortzone herausgetreten, ne? Und das ist auch so dieses Wichtige. Ganz viele fragen mich, ja, wie lerne ich mich denn selbst kennen, wer ich bin? Und aus der Komfortzone heraustreten, mal was Neues ausprobieren, zu gucken, gefällt mir das, gefällt mir das nicht? Genau. Bin ich der Typ, bin ich nicht der Typ? Also ich bin aufgewachsen mit dem Glauben, dass ich unglaublich schüchtern bin und nicht mit anderen Leuten reden kann. Stimmt, du kannst gar nicht reden. Ich bin nur schüchtern, überhaupt gar nicht. Ja, aber das ist mir erst aufgefallen, als ich aus meiner Komfortzone herausgetreten bin und es einfach getan habe. Ich habe sowas Ähnliches und zwar, dass wenn ich zu selbstbewusst bin, dann hebe ich ab, dann werde ich überheblich. Also immer schön am Boden bleiben. Ja. Das war so der Leitsatz meiner Eltern. Immer so, nicht so groß. Oh, jetzt bist du aber wieder auf dem Höhenflug, komm mal wieder runter. Aber ich sag dir, du musst alles ausprobieren. Ja. Alles. Ja. Alles, was, deswegen ist auch so eine Löffelliste total genial. Einfach mal aufschreiben, was auch voll schwer ist. Weil wenn du dir nie Gedanken gemacht hast, was finde ich eigentlich gut, fällt dir das auch total schwer. Schreib mal 100 Sachen auf, die du geil findest. Du kommst vielleicht auf 10, aber 100 ist richtig schwer. Und auch mal kleine Sachen. Einfach ausprobieren. Und dann kann man ja dann sagen, nee, das ist jetzt nichts für mich. Oder ich treffe auf dem Weg jemand Tolles. Weil du triffst niemanden aus Zufall. Ne? Ja. Denk dran, der 15.05., das war kein Zufall. Auch wieder total krass. Ist jetzt kein Happy End geworden. War sehr verliebt in diesen Menschen. Ich glaube, ich habe mich 2 Jahre an dem festgehalten. War aber für mich auch ein Strohhalm, der mir ganz viel Kraft gegeben hat. Diese Verliebtheit hat mir die erste Zeit total geholfen, weil es ist nun mal auch kein Zuckerschlecken, sich zu trennen und das alles alleine zu wuppen, was du eigentlich so nie musstest, ne? Oder einfach eine gewisse Sicherheit, ne, hattest. Alleinerziehend, ich weiß, viele Muttis in Beziehungen fühlen sich auch manchmal alleinerziehend, das Gefühl kenne ich auch,
Es ist aber leider doch nochmal ein Riesenunterschied, wenn man alleinerziehend ist. Weil du hast das Backup. Alle Sorgen. Du hast alle Sorgen. Und dann kommen auch noch neue dazu. Weil die harmonische Till-Schweiger-Trennung gibt es halt nicht in der Realität. Ja? Nee, genau. Also in den seltensten Fällen. Es gibt tolle Patchwork-Familien. Gibt es sicherlich auch. Ja. Das habe ich kennengelernt. Sogar lustigerweise, ich lerne dann immer die Männer kennen. Sehr interessant. Nee, es ist für mich auch sehr schön. Es ist heilsam, dass es halt auch anders gehen kann. Wo dann wirklich Ex-Mann und Ex-Frau gemeinsame Kalender synchronisiert haben auf dem Handy und da wirklich an einem Strang ziehen für das Kind, gemeinsam Geburtstag feiern, sonntags schön. Zusammen frühstücken. Super. Das ist doch was Erstrebenswertes. Ja, aber man muss auch das hinnehmen, wie es ist. Ne? Ja. Also gar nicht zu sehr, auch wieder große Selbstliebe, vergleichen ist tot. Ne? Also hört auf, euch irgendwie zu vergleichen. Mache ich auch ganz oft. Also natürlich. Gerade jetzt mit der Veränderung meines Körpers. Ich kann natürlich nicht sagen, dass das jetzt spurlos an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß aber auch, warum ich damals dünner war. Mhm. Ne? Wurde natürlich auch konditioniert. Und es war dann auch ganz, ich kann mich erinnern an einen Moment, wenn ich mir das jetzt überlege, wieso habe ich mir das angetan? Da habe ich die Mathilda auf die Welt gebracht und sah natürlich nicht so super gut aus, saß nackt am Bettrand, habe mich gerade angezogen und da fiel der Satz, oh, du Arme, dein Körper ist komplett zerstört. Und wenn ich mir das jetzt überlege, hallo, da hätte ich direkt die Koffer packen sollen und gehen sollen. Oh mein Gott. Hallo? Aber das fällt einem erst im Nachhinein auf. Ja, na klar, aber was habe ich gemacht? Viel Sport, super gute Ernährung, habe auch alles wieder abgenommen. Super. War ich glücklich? Nein. Nein. Mhm. Nee. Das hatte ich ja auch. Also ich war nach der Geburt von Vince so schlank wie noch nie in meinem Leben und ich habe mich dick gefühlt. Ich habe mich nicht so ultra schlank gefühlt. Ich habe mich dick gefühlt. Oh Gott. Ich habe damals zur Hochzeit 54 Kilo gewogen, habe damals auch so erotische, schöne Fotos gemacht für meinen Ex-Mann. Ich habe mich fett gefühlt bei dem Fotoshooting. Ich habe gedacht, oh nee, scheiße, oh, ich bin so dick. Wenn ich mir die Bilder jetzt angucke, denke ich mir, wow, du siehst gut aus. Und ich habe mich aber nicht schön gefühlt. Nee. Null. Letztes Jahr hatte ich mal so, also ich habe ja jetzt wieder so ein bisschen zugenommen in den letzten Monaten. Ich würde gerne an dieses Feeling zurück, was ich letztes Jahr hatte. Und da war ich auch nicht schlank. Ne? Also da hatte ich, glaube ich, lass es, keine Ahnung, 68 Kilo sein oder sowas. Das war voll okay. Ja. Da habe ich mich schön gefühlt. Aber da habe ich mich aus einem Grund schön gefühlt. Da war ich verliebt. Ne? Da fühlt man sich sowieso mega schön. Aber dann weiß man doch, hallo, es ist nur Kopfsache. Wenn ich mich mit 54 Kilo scheiße dick gefühlt habe, dann liegt es auch nicht an meinem Körper. Nee, dann liegt es nur an meinem Mindset. Dann liegt es an meinem Kopf, wie ich mit mir rede, wie ich vor dem Spiegel stehe. Wie viele Frauen kenne ich, die... Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist mega schön. Und wenn ich der das sage, sagt die, nein, hör auf mich zu verarschen, ich bin hässlich. Und ich denke mir so, hallo? Oh, nein. Schade. Ja, super schade. Aber wir Frauen machen das alle. Ja. Wie selten stehst du denn wirklich vor dem Spiegel und guckst dich mal wirklich von oben bis unten an? Das macht ja schon kaum jemand, weil es ist ja nicht schön. Wer will das schon sehen? Mhm. Aber das sind wir. Das ist ja der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringt, ne? Ja. Und warum sollten wir denjenigen nicht lieben? Also, nur eine Hülle. Es ist nur eine Hülle. Unsere Seele ist die gleiche. Da dürfen wir uns auch gerne bei unseren Kindern mal abschauen, wenn ich morgens aufwache und die Vivian zu mir sagt, Mama, du bist wunderschön. Ja. Und ich mir so denke, boah, ich sehe gerade so scheiße aus, aber die finden mich schön. Ich habe den allerbesten Test. Ich habe ein Foto gemacht, damals, als ich 58 Kilo gewogen habe. Und jetzt habe das Gleiche angezogen, habe mich in derselben Position vor den Spiegel gestellt, habe mich fotografiert, habe eine Collage gemacht und habe die der Vivian gezeigt. Und die hat zu mir gesagt, ja, ich sehe da keinen Unterschied. Das ist beides du, Mama. Ja. Ich so, siehst du nicht, dass ich da links ein bisschen dünner bin als rechts? Und man hat es wirklich gesehen, ne? Mhm. Nee, sehe ich nicht. Mhm. Die sehen nicht, wie du aussiehst, die sehen deine Seele. Und deine Seele ist nun mal schön. Ja. Und deine Seele hat keine, also weißt du, die denkt sich nicht, oh, du bist fett, was siehst denn du aus, ne? Sondern du bist geliebt, so wie du bist. Und genau. Das dürfen wir alle lernen. Also alles, es darf alles sein und es darf auch sein, dass wenn du mal eine scheiß Zeit in deinem Leben hast, dass du dann 15 Kilo zunimmst. Ja. Ich meine, wäre auch ein bisschen strange, wenn ich nach 10 Jahren Beziehung plötzlich dann
Ja, ist alles super gut und es geht nicht spurlos an mir vorbei. Und wir treffen Das trotzdem stimmt. weiter tolle Menschen, die einem auch wehtun. Und natürlich darf dann auch sein, dass man dann mal in ein Loch fällt. Und vielleicht muss man auch erstmal in ein Loch fallen, weil Veränderung oder ja, Veränderung passiert nur entweder durch Liebe oder durch Schmerz. Und die Und meisten deswegen haben ist auch halt der leider den Schmerz halt. Schmerz. Ja. Genau. Aber genau, das ist so das Schöne. Unsere Kinder, die sind noch so klein und ihre Seele ist noch so rein und die machen Schönheit nicht davon abhängig, ob du jetzt eine Jogginghose anhast oder ein Abendkleid. Und genau das ist das ja. Deswegen Schönheit ist ist es auch nicht super dieses wichtig, Optische, ja. diese Schale, sondern was Ja. es halt innen ausmacht. Das ist auch super wichtig, wie wir mit unseren Kindern umgehen und was wir denen für ein Bild vermitteln. Gerade was Mädchen angeht, ein Mädchen definiert sich darüber, wie du dich als Mama wahrnimmst. Also wenn du dich die ganze Zeit scheiße findest, lernt dein kleines Mädchen, ich bin scheiße, wie ich aussehe. Es ist wichtig, wie ich aussehe. Ich habe letztens, was heißt letztens, das war vor 2 Jahren, habe ich eine Dokumentation gesehen, die heißt Miss Independent. Auch sehr krass. Kennst du die? Da geht es halt einfach darum, wie wachsen wir Mädchen denn auch in der Gesellschaft? Wie es ist immer dieses, das Mädchen ist die Prinzessin, die wird immer definiert darüber, oh, bist du süß, bist du hübsch. Hast du das schon mal zu einem Jungen gesagt? Oh, du bist so ein hübscher, süßer, kleiner Prinz. Hallo? Also, ne, das meiste ist auch so cool und stark und du hast Genau, genau. das. Ein Mann oder ein Junge wird so aufgezogen und der wird darauf konditioniert, was er tut. Und ein Mädchen wird konditioniert, in dem, wie es aussieht. Genau. Und das ist schon der Fehler. Ja, Da sind ja. wir schon beim Fehler. Genau. Ne? Da Und gibt es auch deswegen so diese kann sich. krassen, bei Jungs, ne, Indianer weinen nicht. Hast du Ja, da so eine ganz krasse? Bullshit. Super. Oder. Deswegen, wenn du erwachsen bist, so ein Scheißmann, der keine Emotionen zeigen kann. Genau. Oder bei Mädchen dann, sei nicht so laut, ne? Du musst eine feine Dame Oh, das sein. ist meins. Oh, Ja. es meins. Red nicht so viel, Maria. Du bist zu laut. Dich hört man schon kilometerweit. Ja. Und das ist was, was ich auch früher ganz, ganz schlimm fand. Und deswegen, also meine Kinder sind eigentlich genau das Gegenteil. Also das Mädchen ist eher wie ein Junge, wenn du es auf diese Sachen runterbrichst. Und Vincent ist halt eher emotional, eher in sich gekehrt. Der ist auch ganz offen mit seinen Gefühlen. Also der sagt dir so oft am Tag, Mama, ich liebe dich so sehr. Und das ist so, so schön. Und warum sollte ich ihm das wegdrücken? Also wieso Ja, sollte ich ja. sagen, nee, du darfst so viele Gefühle nicht zeigen. Du musst ein starker Mann sein. Ist doch Quatsch. Alles mit dem Wegdrücken. Das ist also, ich würde mich da jetzt nicht als perfekte Mutter bezeichnen. Ich mache da auch, bin da natürlich auch noch in meinen Mustern gefangen und tue teilweise auch Sachen, wo ich dann im nächsten Moment reflektiere: Oh, Scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Ne? Aber die dürfen sein, wie sie sind. Ich mache aber auch oft. Mathilda ist zum Beispiel, oh, der Exorzist manchmal. Also wirklich, sie ist. Wo ich auch schon gesagt habe, ich liebe meine Kinder über alles. Ne? Aber ich habe immer gesagt, wenn das mein erstes Kind gewesen wäre, dann wäre das ein Einzelkind. die ist eigentlich wie ich. Also es ist die Kinder, das ist ja auch der krasseste Spiegel, den man sich vorhalten kann. Ne? Also Wahnsinn. Deswegen darf man auch gerne von seinen Kindern ganz viel lernen. Die bringen einem zum Beispiel auch bei, mal im Hier und Jetzt zu bleiben. Deswegen auch toller Tipp als Mama, mit Achtsamkeit im Alltag einbauen, was halt einfach super schwierig ist, spielt mal mit euren Kindern, taucht mal voll mit in diese Welt mit ein, Aber zu weil die 100%. kommen hier jetzt. Voll. Ja, das sage ich auch immer, so dieses mal den Kindern 5 Minuten 100% Achtsamkeit schenken. Das machen wir so selten. Wir sind dann noch, wir räumen da nebenbei was auf oder wir machen hier noch nebenbei was an unserem Handy oder wir sind mit unseren Gedanken wo völlig woanders und das merken die Kinder. Und die Ja, sind na mit diesen klar. 5 Minuten, wo du volle Aufmerksamkeit schenkst, viel, viel glücklicher, als wenn du eine halbe Stunde bei denen bist, aber nicht wirklich anwesend Ja, bist. na klar, logisch. Ja, Genau. absolut. Ja, das ist ja auch dieses, wie baue ich das noch in meinen Alltag ein, ne? Also das mit der Selbstliebe ist halt einfach auch mal jetzt, dass man vielleicht was mitgeben kann, was für mich voll schwierig ist. Also alleinerziehend, selbstständig. Die Kinder gehen jetzt von 8 bis 3 in Schule und Kindergarten. In der Zeit ist meine Arbeitszeit, ne? Sagen wir mal, ich hatte mir eigentlich, da sind wir wieder beim Wort eigentlich, vorgenommen, dass ich in der Zeit, wenn ich die dann in den Kindergarten geschafft habe, erstmal Sport mache. Dass ich mal in der Zeit was für meinen Körper tue, sei es Joggen oder so, oder einfach irgendwas für meinen Körper tue. Und dann arbeite ich. Das hat 6 Wochen super gut geklappt. Immerhin. Finde ich auch gut, immerhin, ja. Aber dann kam irgendwas dazwischen und dann bin ich schon wieder aus dem Ding raus. Abends hat man da einfach keine Energie mehr dazu. Hallo? Und aber wir vergleichen uns wieder.
sondern wieder denken, oh super, alle kriegen es hin. Und das ist ja auch der Tod überhaupt, Social Media. Mhm. Alle anderen kriegen es hin. Bei allen anderen ist es perfekt. Alle anderen sind glücklich. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Die meisten teilen eben diese Schattenseiten nicht. Die sagen, guck mal, wie wohl ich mich fühle. Ich trage nur noch Bauchweghosen. Ich liebe das, aber Hauptsache, ich kann Schokolade essen. Aber eigentlich siehst du es in den Augen. Ja. Das stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ne? Die meisten auch mit dem, was weiß ich, was man auf Instagram sieht, wie die Wohnungen aussehen. Quatsch! Bei wie vielen Müttern war ich, und das war auch so ein Thema, was ich früher geputzt habe. Was ich Zeit investiert habe in den Haushalt, wo ich mir jetzt so denke, hallo, jetzt im Moment mit der Selbstständigkeit, da bleibt einiges liegen. Da liegt schon ein Wäschekorb, da hinten ist die Waschmaschine gerade fertig, der Wäscheständer hängt voll. Aber deren normale Alltag ist eben nicht, dass alles an seinem Platz ist, dass wir ein durchgestyltes Instagram zu Hause haben. Da liegt eben Scheißdreck rum. Und wenn wir zwei kleine Kinder haben, dann liegt da auch ganz viel Spielzeug rum und Krümel. Das ist einfach normal. Und die Kinder können auch nicht... Es gibt natürlich auch Familien, wo dann das Wohnzimmer ist kinderfreie Zone. Ist okay, wenn die das so brauchen, aber die Kinder ziehen irgendwann aus. Ne? Und deswegen darf man sich da auch nicht so einen Stress machen. Habe ich mir immer so einen extremen Stress gemacht. Das gibt's nicht. Alles, was auf, ganz ehrlich, ich sage es einfach ganz frei raus, so was auf Social Media gezeigt wird, das ist alles Schwachsinn. Mhm. Nicht alles, aber ich rede jetzt von diesen hochpolierten Familien, ja. Das ist nicht die Realität und damit darf man sich auch nicht vergleichen und dann genau. Da fühlt man sich schlecht, ja. Aber es ist doch nicht die Realität. Und eigentlich wissen wir das auch. Weil wenn wir vor unseren eigenen Füßen mal gucken, das ist die Realität. Und es ist auch okay, wenn ich nicht jeden Tag die perfekt aufgeräumte Küche habe. Es ist auch okay, wenn ich nicht jeden Tag das perfekte Essen auf den Tisch bringe. Meine Kinder werden nicht traumatisiert, wenn sie mal vom Fernsehen essen. Genauso wenig werden sie nicht traumatisiert, wenn ich mich nicht den ganzen Tag komplett und ausschließlich für oder mit ihnen beschäftige. Die dürfen auch mal in ihrer Welt bleiben. Dann gibt es wieder Tage, da machst du wieder mehr. Und wir müssen uns auch unter Druck setzen, dass wir jeden Tag nach draußen gehen müssen und jeden Tag irgendeinen fancy Ausflug machen müssen. Mhm. Es darf auch einfach mal entspannt bleiben. Ne? Also dieser Druck muss einfach raus. Das ist der erste Schritt zur Selbstliebe. Radikale Annahme, so wie es jetzt gerade ist. Ja. Jedes Gefühl darf sein, auch deine Bedürfnisse sind wichtig. Wie oft habe ich meine Bedürfnisse zurückgestellt, auch in Bezug auf die Kinder? Hatte ich gestern Abend, der perfekte, da hatte ich so einen Hunger und ich hatte mir beim Chinesen so schöne chinesische Nudeln geholt, da mit Gemüse, das auf der Couch. Es hat keine 2 Sekunden gedauert. Da hat die Vivian gesagt, sie braucht jetzt und bla bla bla. Und ich sagte, nein, jetzt esse ich erstmal. Und wie oft machen wir Mamas, wir schmeißen unseren Kram weg und machen erstmal den Kram von den Kindern. Ja. So, und ganz ehrlich, wenn die Bedürfnisse der Kinder erfüllt sind und der Arm nicht abgefallen ist, dürfen wir auch in Ruhe erstmal essen. Und genauso dürfen wir uns auch gerne mal, Badezimmer, auch ganz großes Thema, kannst du dir bestimmt vorstellen, kacken mit Publikum, sage ich da nur. Wir dürfen auch abschließen. Wir dürfen auch abschließen. Wir dürfen auch mal 5 Minuten in Ruhe auf der Toilette sitzen. Ich weiß nicht, ob die Kinder das irgendwie riechen. Auch sobald ich irgendwie mein Handy in die Hand nehme und so mache, die Kinder brauchen plötzlich, haben die ein ganz extremes Bedürfnis. Was eigentlich meistens auch noch mal 5 Minuten warten darf. Ja, aber das kommuniziere ich auch so. Also, ich gucke schon so... Die Kinder bekommen schon relativ in kurzer Zeit das, was sie wollen, weil ich möchte auch nicht, dass sie sich irgendwie aneignen, dass sie immer besonders laut sein müssen, um irgendwas zu kriegen oder sich anpassen müssen, um was zu bekommen. Ja, na klar. Aber ich kommuniziere, du bekommst es gleich, ich muss das erst fertig machen. Genau. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, klar. Klar, wenn du nicht erklärst, um was es gerade geht, dann ist natürlich mit dem Kind, was ist jetzt los? Aber wenn ich sage, okay, ich bin gleich für dich da, das mache ich jetzt noch fertig, und dann habe ich dann aber dann auch wirklich die Aufmerksamkeit schenken. Genau. Und nicht vergessen. Ne? Richtig, richtig. Du hattest gerade so angefangen, was du so ganz konkret in deinem Alltag machst für deine Selbstliebe. Möchtest du das noch ein bisschen fortführen? Schaffe ich nicht jeden Tag. Den Druck versuche ich auch gerade rauszunehmen. Also das ist so gerade sowieso ganz wichtig für mich. Alles darf sein. 100% Achtsamkeit mit allem. Genau, auch wenn ich mal keinen Sport mache, mich mal nicht super gesund ernähre oder auch mal wirklich keine Zeit finde, ich schaff's nicht, jeden Tag Yoga zu machen und jeden Tag zu meditieren. Also Schwachsinn, das funktioniert nicht. Beeindruckend, wenn das jemand hinbekommt,
aber ich schaff's nicht. Und es ist okay. Es darf auch sein. Ja. Also alles, was jetzt so ist, ist okay so. Und ich glaube, das ist auch der beste und überhaupt beste Tipp. Wir müssen jetzt nicht sofort schaffen, uns selbst zu lieben. Wir dürfen uns aber erstmal okay finden. Ja. Und das ist doch schon ganz viel. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Das ist, weißt du, das ist doch ganz minimal. Und ich glaube, das schafft jeder, sich vor den Spiegel zu stellen und sagen, hey, ich finde mich voll okay. Ich bin nicht perfekt, aber ich finde mich okay. Wir müssen nicht dastehen und sagen, ich liebe mich, ich liebe meine Kurven, ich liebe alles an mir. Nee, wir haben alle unseren Rucksack und wir sind alle nicht perfekt. Es gibt nicht den perfekten Menschen, auch wenn wir glauben, boah, der ist super glücklich. Nein, der hat auch irgendwas. Mhm. Ne? Jeder Mann hat sein Päckchen. Ne? Ja. Es gibt nicht den oberglücklichen, selbstliebenden Menschen. Und wenn wir da auch mal in die Realität kommen, ich sag ja, Begegnungen mit Menschen, der Austausch mit Menschen und denen ihre Geschichte zu hören, das hole ich mal wieder in die Realität. Und alle, die erzählen, ah nee, bei mir ist alles gut, da kannst du sagen, vielen Dank für das Gespräch, auf Wiedersehen, da schreit's am meisten. Mhm, ne? Genau. Aber du musst dich auch mit solchen Leuten nicht umgehen. Also das, wie gesagt, das muss ja nicht sein. Ja. Ist okay, wenn die das so, ist in Ordnung, aber du weißt selber, nee, das kann ja gar nicht sein, weil egal, alles, du darfst ja bei dir gucken und du bist kein abnormer, komischer Mensch. Wie oft habe ich schon Gespräche geführt mit Frauen, wo die dann sich entschuldigen dafür, wie sie sind. Ja, stimmt, das ist total unnormal, dass ich das so mache, ne? Nee, das ist Quatsch. Ja. Das, was wir tun, ist nicht abnormal, außer du sperrst jetzt dein Kind in den Keller und schmeißt den Brotkrumen durch die Gitter. Das ist nicht normal. Also wenn ihr das macht, nein. Nein, das nicht. Das nicht. Aber alles andere ist normal. Ne? Und alles andere, was irgendwie wirkt, als wäre es besser, ist nicht besser. Mhm. Und seit du jetzt so achtsam mit dir bist, wo ich ja auch sagen muss, ne, das ist manchmal schwer, sich so anzunehmen, wie man wirklich ist. Also man muss ja auch seine Fehler annehmen. Ja. Und, ne, das ist manchmal nicht einfach. Da kann man sich manchmal selber auch nicht leiden, aber man ist halt so, wie man ist. Ja. Und seit du aber so achtsam mit dir bist, was hast du so an dir für Veränderungen bemerkt oder auch so für Vorteile bemerkt, die dir Selbstliebe so mit sich gebracht hat? Selbstbewusstsein. Mhm. Der Glaube an mich selbst. Und vor allen Dingen für mich der größte Wunsch, dass meine Töchter selbstbewusste, starke Frauen werden, die an sich glauben. Also natürlich versucht eine Mama immer das Beste für ihr Kind. Und das hat auch meine Mama versucht. Aber natürlich immer aus dem raus, was sie erlebt hat. Mhm. Und das tue ich natürlich auch. Und ich werde auch nicht alles richtig machen. Und mit Sicherheit werden meine Kinder, wenn sie erwachsen sind, auch Selbsthilfebücher lesen. Weil meine Kinder werden auch Menschen begegnen in ihrem Leben, die ihnen wehtun. Wir können unsere Kinder ja auch nicht vor allem schützen, auch wenn wir Mamas das gerne wollen. Mhm. Aber das ist auch nicht umsetzbar. Ich habe den Faden verloren, habe ich das Gefühl. Was war die Frage? Was du so für Vorteile bemerkt hast oder was du an positiven... Ja, ja. Ja. Also für mich ist gerade einfach wichtig, dass ich respektiere, dass ich nicht perfekt bin und dass ich mich gerade noch nicht selbst lieben kann. Und dass ich manche Dinge, die ich gerade eigentlich gegen mich tue, die brauche ich jetzt vielleicht gerade was jetzt Ernährung angeht. Okay, jetzt habe ich halt den Pudding gebraucht. Aber irgendwann kommt halt auch mal der Punkt, wo ich sage, ja, jetzt brauche ich das nicht mehr. Ja. Also einfach dieses, also Selbstliebe ist Achtsamkeit und Achtsamkeit heißt einfach auch, sich so zu akzeptieren, wie man jetzt gerade ist. Mit allem, was man meint, was nicht perfekt ist. Mhm. Also mich hat es auch zum Beispiel zeitweise gestresst, weil ich den Kindern keine fancy Brotdose gemacht habe oder kein fancy Abendessen gemacht habe. Ja. Weißt du? Also auch diese Videos mit den Brotdosen. Welche Mutter hat dafür Zeit im Alltag? Genau, nur eine gute Mama für ein Video, weil die hat eine Produktplatzierung mit diesen Brotdosen. Und sonst ist das kein Grund. Genau. Und du bist keine schlechte Mama. Ich mache ein Brot. Schmier da was drauf, klappt es zu, mach die Dose zu. Das war's. Fertig. Genau. Da ist kein ausgestanztes Gespenst mit drin und auch keine Traube mit Augen. Und meine Kinder lieben mich trotzdem, sie sind glücklich. Ja. Das muss ich sagen. Also da kann ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich habe die geilsten Kinder der Welt. Die sind der absolute Oberhammer. Die sind glücklich, denen geht's gut. Mhm. Hallo. Die sind gut erzogen. Die sagen Hallo, die sagen Tschüss, die sagen Danke, die sagen Bitte. Die sind empathisch, die sind toll. Ich habe nichts
nichts falsch gemacht. Genau, ja. Es ist okay so. Ne? Und natürlich gibt es auch Tage, an denen ich total gereizt bin und auch mal laut werde und auch einfach mal meinen Gefühlen freien Lauf lasse. Ich schlage jetzt nicht meine Kinder, aber ich werde auch mal laut. Und vielleicht habe ich auch mein Kind, was heißt vielleicht, ich habe mein Kind auch schon mal angeschrien, logischerweise, weil ich bin keine Torben-Hendrik-Mama, die sagt, hey, du, wir kriegen gleich Ärger. Gleich wird die Mama ganz wütend. Das schaffe ich nicht. Gibt Mamas, die können das vielleicht. Aber ich bin so nicht. Und meine Kinder, die dürfen wissen, dass es verschiedene Emotionen gibt. Mhm. Und die dürfen auch wissen, das ist auch der Schlüssel für mich und Mathilda gewesen, was war die wütend? Und die ist auch jetzt noch wütend. Aber hallo, guck mal, Wut, müssen wir die wegdrücken? Darf die nicht sein? Genau. Wut ist ein Gefühl. Und Wut darf wohl sein. Und seitdem ich das einfach so, ich bin mit ihr, weiß ich, bin auf ihre Ebene getaucht. Früher habe ich gesagt, was mache ich denn mit dem Kind? Die ist immer so wütend. Na, dann habe ich sie echt abgestellt im Zimmer und du darfst erst wieder rauskommen, wenn du wieder gut bist. Hat meine Mutter mit mir auch so gemacht. Ja. Habe ich auch so. Und dann habe ich gedacht, was für ein Scheiß. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gell, ich bin auch manchmal wütend. Und das ist so ein Gefühl im Bauch und das ist so richtig, man kann gar nichts machen. Nee. Und irgendwann verfliegt es einfach. Und seitdem sagt sie, ja, das stimmt. Und seitdem sind auch die Wutanfälle sehr viel schneller rum, weil sie sich einfach geliebt fühlt, auch wenn sie so ist. Und das ist doch schon alles. Ja. Und deswegen dürfen wir Mamas, wir dürfen weinen, ja, wir unbedingt. Dürfen schreien, wir dürfen glücklich sein und wir dürfen sogar auch unseren Partner vor unseren Kindern küssen, wenn wir einen Partner haben. Gibt es ja auch so Paare. Es gibt so Leute. Vor den Kindern. Wir dürfen alles sein. Wir sind Menschen und unsere Kinder sind auch Menschen. Ne? Und die dürfen auch jedes Gefühl sich erlauben. Und das dürfen auch, das ist gerade mein so Thema hier, so Wut und unglücklich sein, darf alles sein. Ja. Genau, wir sollten uns unsere Kinder viel öfter als Vorbild nehmen. Ich finde, meine Kinder sind auch ein wunderbarer Motivator für mich, immer so hin zu Veränderung. Ne? Also wenn ich möchte, dass meine Kinder sich selbst lieben, muss ich damit anfangen, mich selbst. Natürlich. Wenn ich selbstbewusste Kinder erziehen möchte, muss ich anfangen, selber selbstbewusst zu sein. Und das ist einfach das Beste. Das ist auch die größte Motivation, die du eigentlich haben kannst, um was in deinem Leben zu verändern. Natürlich. Wenn du die Welt verändern willst, musst du als erstes bei dir anfangen. Ja. 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 Das bringt nichts zu sagen, der und der ist schuld. Mhm. Ganz großes Thema auch. Alle anderen sind schuld an der Misere meines Lebens. Nein. Nee. Nur ich bin verantwortlich für mein Leben. Weil sobald ich die Schuld auf andere projiziere, haben die die Macht. Aber die Macht, die will ich haben. Genau. Ich kann heute sofort sagen, nee, das mache ich so nicht weiter, ich ändere was. Ich kann jeden Tag sagen, das ist auch mein Lieblingssatz, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Mhm. Du kannst jetzt sofort damit anfangen. Du kannst jetzt sofort mit Sport anfangen. Du kannst jetzt sofort deine Ernährung umstellen. Egal, was dich gerade in deinem Leben stört, du kannst jetzt das ändern. Auch wenn es gestern scheiße war. Oder vielleicht auch, wenn du jetzt mal wieder, keine Ahnung, was weiß ich, sagen wir mal, dein Ansatz ist, du willst immer eine harmonische und ein harmonisches, glückliches Verhältnis mit deinen Kindern haben. Du willst nicht laut werden und du bist aber dann doch wieder laut geworden, ist okay. Aber du kannst es ab jetzt wieder anders machen. Ja. Ne? Genau, du kannst auch immer wieder neu anfangen. Ja. Also auch wenn du es ja gemacht so, hast und es hat dann nicht dann so funktioniert. Ne? So, ja. Ja, das ist ja keine Defragmentierung. Ja. Also das ist ja, jeder Tag ist die Chance auf ein neues Leben, auch wenn. Das sind diese Abreißzettel, die man da in den Kalendern hat und diese Sprüche kennt man alle und man denkt sich, oh, das ist scheiße. Ja, ja. Mhm. Aber es ist so. Es ist so und es sind Kleinigkeiten. Genau, genau, es sind Kleinigkeiten. Was ändern. Genau. Und wenn's, und gerade am liebsten nur in kleinen Schritten. Ja, ja. Je mehr du von dir forderst, desto klarer ist es, dass es nicht funktioniert. Genau, genau, weil viele sagen, ich habe gar keine Zeit, ich habe keine Energie. Aber genau dann musst du es ja machen. Also wenn du keine Zeit mehr für dich hast und keine Energie, um noch was für dich zu machen, dann ist ja schon weit rein böse. Dann ist ja wirklich schon höchste Eisenbahn, was zu machen. Und ist eine Minute, das sind 2 Minuten, wo du mal einfach nur bei dir bist. Und das ist schon so viel wert. Und dann steigert sich. Du bist ja auch nicht sofort mit einem Stundensportprogramm. Nee, weiter. Um Gott. Wenn du das mal 10 Minuten machst. Ja. Mach einfach mal 10 Minuten. Es gibt diese Regel, dass du täglich 1 Stunde Zeit für dich haben solltest. Als Mama ist das schwierig. Ich finde, als Mama dürfen wir gerne mal 20 Minuten. Lass mal 20 Minuten sein, ja. Dann steh gerne mal 20 Minuten früher auf. Mhm. Auch wenn das schwierig ist. Das habe ich jetzt einfach angefangen. Ich stehe ein bisschen früher auf, damit ich einen Kaffee in Ruhe trinken kann. Ja. Und das ist doch wohl lächerlich, das kriegen wir alle hin. Genau. Wir haben Zeit, wir nehmen uns nur nicht die Zeit. Wie lange
verbringen wir abends vor dem Fernsehen oder vor dem Handy? Diese Zeit haben wir ja doch. Ne? Ja, genau. Also dürfen wir die Zeit auch einfach anders verbringen. Und wenn es der stressige Alltag nicht zulässt als Mama, dass wir tatsächlich erst abends, wenn die Kinder im Bett sind, die Zeit der Achtsamkeit haben, dann ist das aber die Zeit der Achtsamkeit, mhm, die wir haben. Und die verbringen wir dann halt am besten nicht mit 6 Folgen auf Netflix, sondern gucken wir halt nur 5 Folgen und die erste Folge verbringen wir mit uns. Und dann machen wir Yoga oder wir machen Meditation. Meditation ist voll schwer, voll schwer. Aber wird jetzt besser, ja, weil wie, ich habe jetzt am Wochenende, das ist das beste Beispiel, mal versucht, nichts zu machen. Sauschwer, sauschwer. Ja. Natürlich auch wieder typisch Maria, komm, wir machen es gleich extrem, gleich das ganze Wochenende. Nein, wir machen es nicht mit kleinen Schritten, wir machen volle Kanne. War sauschwer. Aber ich hab für mich jetzt gefunden, im Moment brauche ich noch ein bisschen eine Führung bei der Meditation. Mhm. So eine geführte Meditation, genau, ist okay. Und dann habe ich eine Viertelstunde gemacht. Ist okay. Ja. Klar, es gibt Leute, die können 11 Stunden meditieren. Brauche ich jetzt aber auch nicht. Ne? Nee. So. Aber wie gesagt, kleine Schritte und 20 Minuten für uns selber. Und das heißt nicht Fernsehen gucken, das heißt, mhm, nicht Handy, sondern 20 Minuten heißt tatsächlich mal einfach nur da liegen vielleicht oder mal aus dem Fenster schauen oder du gehst spazieren, setzt dich auf eine Bank und guckst auf eine Wasseroberfläche. Einfach mal nichts. Nichts tun heißt tatsächlich nichts tun. Ja, ja, das ist das gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Ja, ja, ja. Voll schwer. Genau, das stimmt. Aber ja, genau. Hier oben geht es ja dann sofort. Ja, das ist auch nochmal so ein schönes Thema. Das würde jetzt zu weit führen, dieses, wie man mit sich selbst spricht. Mhm. Also mal hinzuhören, wie sprichst du eigentlich mit dir? Spricht da die Liebe aus dir oder eher krasser Selbsthass? Ne? Mhm. So würde man mit seinen Kindern nicht sprechen, mit seinem Partner nicht sprechen, aber wir sprechen so mit uns und finden das völlig in Ordnung. Ja, ja. Also da auch mal so, ne, drauf zu achten, einfach mal hinzuhören, ne, am Anfang. Ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, wie ich jetzt mit mir selbst spreche oder was ich so den ganzen Tag denke. Und wenn du dann damit anfängst. Ja, ich sage ja, sauschwer. Ja. Und das klingt alles so, habe ich letztens auch gelesen, alles, was leicht aussieht, ist sauschwer. Und das ist auch so. Na klar. Ja. Aber die Vorteile, die positiven Effekte überwiegen einfach. Und deswegen machst du ja immer und immer und immer weiter. Und machst ja, klar, es ist einfacher. Das ist tatsächlich so, es ist einfacher, unglücklich zu sein. Ja. Es ist leider einfacher, jammern und zu leiden, aber Selbstliebe und glücklich sein, oder sagen wir mal, ich bin auch schon wieder ab von diesem, ich will glücklich sein, ich will einfach nur zufrieden sein, mhm, das ist das wahre Glück, Zufriedenheit. Ja. Ich hatte jetzt am Wochenende, wie gesagt, dieses Nichtstun hat dazu geführt, dass ich mich am Sonntag neutral gefühlt habe. Ein ganz neues Gefühl für mich, weil mich gibt es immer nur so. Mhm. Entweder bin ich total oder ne? Es gibt nichts dazwischen. Deswegen ist dieses neutrale Gefühl, wow, krass. Ja. Hatte ich auch im April. Mhm. Da ist eigentlich erst so der Groschen gefallen mit dieser Suche nach dem Glück. Und dann dachte ich so, nee, habe ich doch schon alles. Ist doch alles in mir. Ja. Das Glück ist in mir und das hat mir Gelassenheit und diesen Stress einfach weggenommen. Auch dieses, ich war auch letztes Jahr so in diesem Film mit dieser Weltreise und wir müssen die Welt sehen mit den Kindern. Das kommt alles, wenn es kommt genau. So. Genau. Alles genau. Kommt, wie es kommen soll. Ja. Weil es ist alles vorbestimmt. Wir können uns zurücklehnen. Wir können vertrauen. Das Universum sagt immer ja. Und ja, es wird spirituell. Je mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, es wird auch spirituell. Wir sind alle eins. Also heißt es auch, wenn ich den anderen schlecht mache, mache ich mich selber schlecht. Wir sind alle miteinander verbunden. Überspitzt gesagt, der Hund pinkelt an den Baum, das ist das Wasser, was du später trinken wirst, weil es fließt in die Erde, Grundwasser, bla bla bla. Ne? Wir sind alle eins, wir sind alle miteinander verbunden. Und das Universum sagt zu allem ja, was du gerade sagst. Auch das Schlechte. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Projekt hast und das gerne umsetzen willst, hast aber Selbstzweifel, dann sagt das Universum, ja, du hast Selbstzweifel. Sagst du aber, nee, ich schaffe das, ich will das schaffen, dann sagt das Universum, ja, du kannst es schaffen. Weil es immer ja sagt, zu allem, was du sagst. Deswegen wichtig, was denkst du, was sagst du anderen, wie denkst du über andere? Und meistens das, was dich an anderen stört, ist eigentlich das, was dich an dir selber stört. Ne? Ja. Genau, das ist auch eine schöne Sache, was man mal reflektieren kann, was einem immer wieder sauer bei anderen aufstößt, dann mal zu gucken, warum ist das eigentlich. Ja, auch wenn immer wieder derselbe Menschentyp vor deiner Tür steht und du denkst so, was will mir das jetzt sagen? Habe ich jetzt auch wieder, okay, darf ich jetzt wieder bewusst wahrnehmen, okay,
jetzt man, je mehr man sich ja mit sich selber beschäftigt, desto mehr weiß man ja auch einfach ja. über sich selber. Manche Sachen laufen unterbewusst, aber wenn wir das Wissen haben, können wir bewusst steuern. Und dann können genau. wir sagen, okay, läuft gerade mein Muster ab, muss jetzt aber nicht sein, darf ich jetzt mich anders verhalten, ich muss diesem Muster ja nicht nachgeben. Genau, man kann das unterbrechen in dem Moment, wo man es merkt und genau. einen anderen Weg gehen. Sehr schön. Das waren unglaublich schöne Abschlussworte, vor allen Dingen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das ist sehr, 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 sehr schön. Es hört sich für manche immer bestimmt sicherlich irgendwie so ein bisschen abgedreht und ESO-mäßig an, aber es ist halt einfach so und man kommt irgendwann an den Punkt, wenn man sich damit auseinandersetzt und dann macht das auch alles vollkommen Sinn und dann ist man fein damit. Total. Hätte ich letztes Jahr nicht gedacht. Aber ich habe auch gesagt, das war der Vorsatz für mich für dieses Jahr wird spirituell. Mhm. Jetzt am Wochenende geht es auch auf eine spirituelle Reise. Ich habe da ein Seminar vor mir, da jetzt schon Schiss. Das Frauenseminar? Raus aus der Komfortzone. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt. Ich soll mir ein schönes Kleid mitnehmen, in dem ich mich schön fühle, weil ich werde in diesem Kleid tanzen. Für mich ganz große Überwindung, woanders zu tanzen. Verstehe ich voll. Ich werde berichten. Ja, da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ich auch. Und wenn ihr jetzt mehr von Maria sehen wollt, dann sagt euch Maria jetzt noch, wo ihr sie überall finden könnt und was ihr euch da von ihr angucken könnt. Ja, Facebook, Instagram, YouTube. Inzwischen heiße ich Maria oder Maria sei du selbst. Mhm. Jule wird mit Sicherheit die schönen Links irgendwo hinpacken. Genau. Und dann freue ich mich auf euch für realistischen, authentischen Content. Ja. Das ist das Schöne an Maria, deswegen folge ich ihr auch so gerne. Das ist authentisch, das ist realistisch, das kann man mit seinem eigenen Alltag wirklich vergleichen. Das ist nicht irgendwas Hochgestochenes, wo man so denkt, oh, das ist alles so schön und perfekt bei denen. Bei mir zu Hause ist das nicht so. Nee, das ist real. Und so ich tue auch ganz gern mal zum Nachdenken anregen. Es gibt auch mal ein paar lustige Sachen. Ich bin auch ganz lustig manchmal, aber ich bin auch manchmal auch sehr tiefgründig. Ja. Danke dir sehr für deine Zeit. Es war unglaublich schön. Es war unglaublich wertvoll. Und wir sind jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr uns noch so zu sagen habt, wo eure Gedankengänge hingehen und hoffen, dass euch dieses Video, dieses Interview gefallen hat, euch zum Nachdenken angeregt hat. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich bedanke mich bei dir nochmal für deine Zeit und dass du so vieles mit uns geteilt hast. Ja, war schön, war echt schön. Ich danke dir. Tschüss.